Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Der Tanz der Schamanen, eine tanzende Bewegung, und das ist im Einklang mit Rhythmus, und damit meine ich die kosmischen Energiefelder. Die vier Elemente sind die vier Grundelemente: Feuerelement, Erdeelement, Luftelement und Wasserelement. Die Berechnung ist die indischen Astrologie, was die tibetischen Astrologen auch übernommen haben. Es ist eine andere Berechnung, weil sie berücksichtigen die Präzession. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Warum habe ich diesen Weg gewählt? Weil mich interessiert auch Astronomie, und die Berechnung von Astronomen ist das gleiche, wie das die indischen Astrologen auch berechnen. Und nach meinen Beobachtungen nach, oder so wie ich das wahrnehme, das ist die Beschreibung, die Position, die Planeten im Sternenhimmel, und das ist für mich stimmig. Und aus diesem Grund vertrete ich entweder die indischen oder die tibetischen Astrologie. Aber es ist eine andere Berechnung. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes. Widder. Die Tierkreiszeichen Widder erscheint hier, und hier bewegt sich Venus und Uranus. Sie haben zwar keine Verbindung zueinander, aber sie vertreten die Widder-Energie. Das ist die Färbung. Und das heißt Begeisterung, Kraft, Mut, Bewegung, sehr viel Leidenschaft, bei vielen auch Neuanfang. Uranus löst Veränderungen aus, und die Venus-Energie hat einen Einfluss auf die Liebesleben, oder mit Venus-Einfluss verschönern wir etwas, bringen wir etwas in Harmonie. Und Venus hat auf uns Frauen auf einen großen Einfluss, weil das symbolisiert diese weibliche Energie. Und für uns Frauen bedeutet das, Kraft zu zeigen, mutig zu sein, etwas Neues starten, was uns gerade begeistert. Die nächste Tierkreiszeichen, was auch zum Feuerelement gehört, ist die Schütze. Das ist zwar nicht die drauffolgende Tierkreiszeichen, aber wir bleiben noch im Feuerelement. Und hier vertritt das die Schütze. Die Schütze ist auch die Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Über Schütze herrscht Jupiter. Und Jupiter schenkt erstmal eine optimistische Haltung, und das haben die Schützengeborenen. Oder Jupiter vergrößert etwas. Natürlich, das ist immer wieder die Neigung, etwas übertreiben oder diese Gedanken zu haben, oh, das muss noch was Besseres sein, und man verläuft im Wald sozusagen. Das heißt, das sind Chancen, Möglichkeiten, und mit diesem Gedankenmuster sucht man was Besseres und schätzt nicht das, was man hat. Und dadurch verliert man die Orientierung. Und das ist enorm wichtig in unserem Leben, in eine Richtung zum Orientieren. Und die Schütze zeigt auch die Lösung. Und das zeigt die Pfeile der Schütze, und das ist die Richtung, die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Spirituell bedeutet, das sind unsere Wünsche. Und wenn uns etwas begeistert und das entspricht unseren Wünschen, dann sollen wir nicht weiter suchen, sondern haben wir die Richtung schon. Und genau das lernen wir gerade, weil hier bewegt sich Saturn, der große Lehrmeister, und zeigt, wie wichtig das ist, Ziele setzen und orientieren nach unserem Wunsch.
Und Pluto dazu zeigt, wie wichtig das ist, die Hindernisse auf dem Weg räumen. Und hier haben wir auch Erinnerungen, karmischen Erinnerungen, weil Saturn und Pluto erstens sind beide rückläufig und zeigt diese Erinnerungen. Zweitens, beide befindet sich hier in diesem Bereich, wo dieser absteigende Mondknoten ist. Das ist ein Schnittpunkt im Himmel und zeigt Vergangenheit, auch karmischen Themen. All das, was wir erlebt haben in früheren Leben, das wird gerade aktiviert. Jetzt übergehen wir auf die Erde-Element und betrachten wir Stier. Hier bewegt sich Sonne und Merkur. Sonne zeigt die Monatsthemen und Stier vermittelt uns etwas Wichtiges, was wir gerade beherzigen sollen oder lernen sollen. Und das heißt die Gemütlichkeit, die Ruhe bewahren, um das Besitz kümmern, aber nicht festzuhalten, die Finanzen in Ordnung zu bringen. Und Merkur unterstützt das mit Handlungen oder Terminen oder Verträgen. Und das hat jetzt oft auch mit Besitz oder wertvollen Dingen oder mit Finanzen was zu tun. Steinbock gehört auch zum Erde-Element und hier bewegt sich Mond. In tibetischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser, das haben sie auch von indischen Astrologie übernommen. Und dieses Mondhaus, und das ist identisch mit den indischen Astrologie, heißt Shravana. Shravana bedeutet übersetzt Adler. Und das heißt, ein Adlerblick brauchen wir, ein Weitblick. Aber wird auch als Intuition beschrieben. Das heißt, die Blick nach innen richten und zuhören, was flüstert unserem inneren Stimme. Und das heißt, wir sollen heute intuitiv handeln. Mars bewegt sich hier in den Zwillingen. Mars ist eine männliche Energie und symbolisiert auch die Männer. Mars, dieser Planet, hat auch eine Achse, so wie unserem Planet Erde auch. Und diese Mars-Achse zeigt auf einen Stern und dieser Stern heißt Deneb. Deneb ist die Hauptstern im Sternbild Schwan. Und dazu gibt es eine mythologische Geschichte. Aus diesem Grund erzähle ich das, weil genau in diesem Bereich bewegt sich Mond. Es sind ein paar Sternbilder und die haben einen Einfluss auf unseren heutigen Tag und die haben auch einen Einfluss auf die Männer. Dazu gibt es eine schöne Liebesgeschichte aus der chinesischen Mythologie. Es gab einen Hirtenjunge. Seine Eltern sind gestorben und der böse Schwägerin hat ihn vertrieben. Dieser Hirtenjunge heißt Altair. Altair ist die Hauptstern im Sternbild Adler. Genau, das ist die Mondhausadler. Also war dieser Hirtenjunge. Im Himmel war ein Fee. Und diese Fee heißt Vega. Vega ist die Hauptstern im Sternbild Lyra. Vega schaute von oben, von Himmel nach unten und dachte, wow, dieser Junge sieht aber mal ganz toll aus. Und Vega verliebte sich an Altair und kam zu ihm. Und die beiden haben sich verliebt, verheiratet. Altair blieb ein Hirtenjunge und Vega wurde Weberin. Auf einmal blickte der Himmelskaiser nach unten. Im Chinesischen ist der Himmelskaiser die Sonne. Und der Himmelskaiser entdeckte das, dass die beiden zusammen sind und sagte zu seiner Frau, zu Himmelskaiserin, und die Himmelskaiserin ist im Chinesischen der Mond.
Und der Himmelskaiser sagte zu seiner Frau, schau mal her, unsere Fee ist unten bei den Menschen, was machen wir jetzt? Und die Himmelskaiserin sagte, ja, was sollen wir machen? Wir holen wieder zurück im Himmel. Und so passierte das auch. Sie haben Vega zurückgeholt im Himmel und die beiden Liebenden waren getrennt. Und tatsächlich, die beiden Sternbilder und die beiden Sterne trennt die Milchstraße. Und dazwischen ist das Sternbild Schwan. Und der Hauptstern von Schwan ist der Deneb. Und genau da zeigt die Marsachse. Und Deneb dachte, was mache ich jetzt? Die lieben sich so, die eine schaut den anderen. Oh, sie sind getrennt, ich kann das gar nicht ertragen. Ich baue eine Brücke. Und Deneb hat eine Brücke gebaut über diesen Fluss, weil die Milchstraße war ein Symbol bei den Chinesen für den gelben Fluss. Also Deneb baute eine Brücke aus Schwanen. Natürlich aus Schwanen, immerhin ist er der Hauptstern im Sternbild Schwan. Und auf dieser Brücke treffen sich die beiden Liebenden Altair und Vega einmal im Jahr, im siebten Tag, im siebten Mondmonat. Und das ist der Tag der Liebe. Und wenn ich das jetzt verknüpfe mit Mars und mit Mond, und bei Mondenergie handelt es sich auch um unsere Gefühlen, und bewegt sich Mond gerade im Sternbild, also im Mondhaus, wo diesem Sternbild Adler, Altair, dieser Hirtenjunge, einen Einfluss hat. Das kann natürlich auslösen, dass wir gerade in einer Liebesgeschichte sind und wir brauchen diese Brücke oder eine dritte Person, wo das unterstützt. Brücke bauen zu anderen, einen Zugang, eine Versöhnung auf dieser Brücke zum Treffen. Und das natürlich löst etwas aus im Gefühlsebenen, besonders bei Männern. Die Männer sind auch auf die Suche nach etwas und sie können nicht sagen, was das genau ist, weil das ist diese Richtung, was man noch nicht kennt. Das ist dieser Mondknoten oder Drachenkopf. Neptun befindet sich im Wassermann und zeigt, wie wir unsere Träume verwirklichen können. Und Wassermann gibt dazu die Ideen. Aber das sollten wir auch verwirklichen. Aber das können wir verwirklichen, wenn wir daran glauben. Im Wasserelement ist Skorpion und hier bewegt sich immer noch Jupiter. Jupiter vergrößert etwas und hier geht um die Tiefe, in die Tiefe die Gefühle zu schauen und da aufräumen, raus aus negativen Gefühlen wie Angst oder Zweifel oder Schuldgefühl und das Transformieren, das sind die Erneuerungsprozesse und genau hier manifestiert sich etwas. Und übergehen auf positiven Gefühlen wie Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Zärtlichkeit, Fürsorglichkeit und Liebe, das ist das Höchste. Daran liegt auch die schöpferische Kraft, die schöpferische Energie. Und da können wir etwas gestalten und genau das manifestiert sich. Natürlich, unseren Planet Erde braucht das auch, diese Liebesenergie. Und jetzt die Verbindungen. Sonne und Mond steht in Harmonie. Beide sind im Erde-Element und zeigen, wie wichtig ist die Realität erkennen, bodenständig zu sein, um die Finanzen kümmern. Mond steht in einer Quinkungsverbindung zum Mars. Mars und Mond, Quinkung, das ist ein Fachbegriff und das kann ich so beschreiben, stellt ihr vor, ein Pendel. Und dieser Pendel ist unbeweglich und jemand fragt euch, ihr sollt beschreiben, in welche Richtung wird dieser Pendel ausschlagen. Jeder von euch würde sagen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Dieser Pendel schlägt vielleicht nach links aus oder rechts oder vielleicht überhaupt nichts.
ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was da kommt. Und dieses Gefühl haben die Männer gerade. Und das löst aus die Verbindung zwischen Mars und Mond. Das ist wie ein Netzwerk. Und genau so fühlt sich das heute auch an. Und Sie werden das wahrscheinlich auch vermitteln nach außen, wenn jemand dich fragt, wie hast du dich entschieden oder was willst du tun? Dann würden Sie genauso sagen, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Also das mal so stehen lassen und abwarten für einen anderen Tag, wo die Zeitqualität sich ändert, wo Sie besser Entscheidungen treffen können oder besser die Orientierung beschreiben können. Mond steht in einer guten Verbindung zum Merkur und das heißt die Offenheit über Gefühle zum Sprechen. Mond steht in Spannung zum Uranus und das löst aus die Ängste, wenn es um Veränderungen geht. Vielleicht gerade das löst diese Unsicherheit aus, besonders bei Männern. Und jetzt zu diesen beiden Karten. Es ist kein Zufall, sondern es ist wirklich ein Kalendersystem und so kommt es nach der Reihenfolge. Und dieser I Ching hat auch eine Bedeutung, das ist ein uraltes Wissen und das zeigt die Wandlung. So ähnlich wie der Tanz der Schamanen, die Veränderungen, die Wandlung, die weiblichen und männlichen Energie. Und das zeigen hier diese Linien, das ändert sich jeden Tag und dann wiederkehrt sich das wieder. Und hier wie eine Decke oben, wenn das alles so zu wäre, so fühlt sich das heute auch an. Und das zeigt Zurückhaltung. Das ist die Yin- und Yang-Energie oder männlich-weiblich. Und hier diese gebrochene Linie würde eine Öffnung bedeutet, offen zu sein von etwas. Und diese gerade Linie, wenn das zu wäre. Und genau das ist die Tagesenergie. Und das zeigt, wie wichtig das ist, eine Art Zurückhaltung gerade. Und das ist das tibetische Symbol. Nach außen wirkt die Wasserelement. Und das heißt intuitiv handeln. Und die Zahlen haben auch eine Bedeutung. Und das heißt Vereinigungen oder Verträgen oder Partnerschaft begrüßt uns ein Neuanfang. Es ist vielleicht noch nicht die Schritte, aber die Planung ist da. Und diese Figur hat auch eine Bedeutung und das heißt, er reitet auf diese Wasserelement und das ist die Basis, das ist die Fundament und das symbolisiert die Gefühle. Auf unseren Gefühlen hören, intuitiv handeln und damit kommt dieses langsame Wachstum und auch Klarheit. Dieser weiße Kopf und die Hand, diese weiße Farbe steht für Metallelement und das heißt, es klärt sich etwas auf, es wird etwas bereinigt. Die Jahrgänge stehen in Verbindung zum heutigen Tagesenergie. Das sind die 1945 Geborenen und 2005 Geborenen. Die Zahlen haben auch eine Bedeutung. 7 im Feuerelement, 1 im Metallelement, 4 im Erdeelement. Und das heißt 4 im Erdeelement, Sicherheit, Stabilität, Struktur, auch Bodenständigkeit, Finanzen, Materie. Die Zahl 1 im Metallelement heißt selbst etwas klären, etwas ansprechen, etwas bereinigen, nicht warten, dass die anderen das machen, sondern selbst handeln. Und die Zahl 7 im Feuerelement bedeutet, es sind Chancen, Möglichkeiten da und es nicht einschlafen, sondern auch handeln und auch das Wahrnehmen, davon begeistert sein. Aber wir brauchen eine gewisse Zurückhaltung, nicht so stürmisch voran, sondern so wie unserem Gefühl auch sagt, unserem Intuition wird das Gleiche sagen, vorbereiten, aber
hier braucht man erstmal einen Plan und dann eine langsame Bewegung. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe von Dendera. Herzlich willkommen bei dieser Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Herzöffnung und Herzheilung. Diese Aufnahme werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nur für diejenigen zugänglich, die wirklich wahre Interesse haben, darüber etwas erfahren. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link dazu. Dieses Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Ich habe gesagt, diese Aufnahme ist kostenlos. Thema ist Herzheilung und Herzöffnung. Bei Herzheilung geht es nicht um die gesundheitliche Zustand, sondern wenn etwas weh tut, was könnt ihr machen, dass euch besser geht? Und bei Herzöffnung, was könnt ihr tun, dass ihr offener seid für die liebe Partnerschaft, aber nicht nur ihr selbst, sondern was könnt ihr bewegen, dass euren Partner, Wunschpartner oder Partnerin bereit ist, über Gefühlen zu sprechen, aber nicht nur sprechen, sondern das auch zeigen und auch annehmen. Immerhin ist es ein Geben und Nehmen. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.